er kennt Europa recht gut, offenkundig. Ja. Nicht? Wir kennen ihn etwas weniger. Ja. Was ist das für ein Mann? Er ist ein Mann, der eigentlich aus der tiefsten Provinz kommt, der eigentlich aus dem Herzen Japans kommt. Denn das, was eigentlich das ländliche Japan gewesen ist, das ist die eigentliche Bedeutung, die Macht des ländlichen Japans, ist ja eigentlich 1945 erst gebrochen worden mit dem Zweiten Weltkrieg. Und er kommt eigentlich aus dem tiefsten ländlichen Bezirk. Ist der Sohn Shikoku, was ist das? Ja, Shikoku, das ist im südlichen Japan, aus einem kleinen Ort Ose, von Wäldern umgeben, kommt er eigentlich aus einer Gutsbesitzersfamilie und ist dann nach Tokio gegangen. Er hat im Grunde ein traumatisches Erlebnis gehabt als Zehnjähriger, als die Kapitulation stattfand und er den Kaiser, den Tenno, hörte. Und das muss ein Augenblick der Verzweiflung für ihn gewesen sein. Und am Radio. Ganz Japan hört so die Rede, in der der Kaiser, genau, sein Gott, ja, die Kapitulation der Notwendigkeit, ja, interpretiert. So ist es. Und dieses ist übrigens ein ganz interessanter roter Faden, der sich fast durch die gesamte moderne Literatur in Japan zieht. Dieses ist der Augenblick, der für sehr viele Schriftsteller entscheidend geworden ist, für ein ganz neues Verhältnis gegenüber sich selbst und ihrer eigenen Nation. Und ich glaube, dass das eine sehr wichtige Mitentscheidung gewesen ist bei Ōi Kenzaburo, dass er dann französische Literatur und vor allen Dingen den französischen Existenzialismus studiert hat. Und seine Examensarbeit geht ja über Sartre, Jean-Paul Sartre, den er dann aufgesucht hat, wiederholt besucht hat. Und der eine, meine ich, existenzielle Rolle im wahrsten Sinne des französischen Existenzialismus für das Leben, aber auch für das Werk Kenzaburo Ōi dann gespielt hat. Nicht? Dieser Mann ist 1945 bei der Kapitulation etwa 10 Jahre alt. 10 Jahre, ja. Und lebt auf dem Lande hier. Ja, ja? Lebt auf dem Lande und die... Da handelt ja auch ein paar Geschichten. Ja, die beiden ersten Geschichten, eigentlich mit denen er berühmt geworden ist. Die berühmteste ist ja der Funk. Und die andere ist eigentlich eine Geschichte, die auch in deutscher Sprache inzwischen existiert, hier heißt Plötzlich stumm, sind Geschichten des Untergangs dieser alten Familienwelt, der ländlichen Welt. Es sind Geschichten, in denen im Grunde eine Tradition der japanischen Literatur seit dem Jahre 1000 auf eine eigentümliche Weise zu Ende geht. Denn alle diese, die gesamte japanische Literatur ist eigentlich eine hochzivilisierte Kultur der Intimität, und zwar in Gestalt von Familienromanen. Schon die Geschichte des Prinzen Genji von der Dame Murasaki ist eine sehr genaue Schilderung der intimsten Beziehungen innerhalb der Familie. Und die beiden großen Erzählungen, die am Anfang Ōi Kenzaburo steht, haben an sich gar kein anderes Thema als dieses. Es ist das Verhältnis des Vaters zum Sohn in beiden Fällen. Und jetzt kommt hier also in eine Welt, ja, ja, die eigentlich seit 1000 Jahren die gleichen Erzählungen sich erzählt, ja, ja, kommen jetzt Jeeps, ja, genau, mit der amerikanischen Besatzungsmacht. Genau, ja. Und diese Besatzungsmacht spielt ja in beiden Erzählungen ja eine zentrale Rolle. Also dem einen, der Funk, da fliegt, fällt ein amerikanischer Luftwaffensoldat, ein Neger, so ist es, ja, vom Himmel. Vom Himmel. Ist gefangen. Und wird gefangen und wird dann in das Kelterhaus in den kleinen Ort gebracht. Und dort wird gewartet, bis die übergeordneten Kreisbehörden und so weiter entschieden haben, was nun mit ihm geschehen soll. Und in diesem Augenblick zwischen der Entscheidung der übergeordneten Behörden und der Zwischenlagerung dieses Gefangenen durch die ratlose Bevölkerung, die Dorfbevölkerung, spielt sich eigentlich dieser traumatische Vorgang ab, der dazu führt, dass dieses Kind zunächst diese Fremde akzeptiert. Die Kinder gehen ja mit diesem das ist für den eigenartig. Ja, gehen mit ihm, führen ihn sogar zum Dorfteich, wo er sich waschen kann. Sie sind treiben mit ihm eine Annäherungspolitik, die also antizipiert, was eigentlich Japan bis heute immer noch nicht eigentlich geschafft hat, eine wirkliche Bewältigung der Frage, wie man mit Fremden umgeht. Denn Japan hat sich ja sehr spät erst geöffnet. Und hier ereignet sich in der kindlichen Welt
Annäherung, die dann je durchbrochen wird durch den Hinzutritt des Vaters dieses Kindes, der dem, der diesem Soldaten, diesem Flieger, diesem schwarzen Flieger, den Schädel spaltet. Und zwar hat dieser Soldat in großer Angst, in der Ungewissheit, was mit ihm geschehen wird, hat er plötzlich dieses Kind als Geisel genommen. Ja. Ja, gekidnappt. Und das führt dazu, dass jetzt das Familiendrama eigentlich sich hineinkommt und hier der Bruch eigentlich auch der japanischen Tradition sich vollzieht in dieser Familientradition, der großen literarischen Tradition, denn der Vater erschlägt diesen Farbigen, aber er zerschlägt zugleich die Hand des Sohnes. Wieso die Hand des Sohnes? Weil er den Sohn hält als Geisel im selben Augenblick. Er zerstört im Grunde die Kindheit dieses Kindes und damit das Ende überhaupt für Oe Kenzaburo, das Ende der japanischen Kindheit. Das ist ja das entscheidende Moment, das sich auch ereignet in dem anderen Werk, das ich erwähnte, und plötzlich stumm. Dort wird der Vater, das ist die umgekehrte Version, dort wird der Vater erschossen durch amerikanische Besatzungssoldaten. Durch Kommt also ein Jeep wieder in ein Dorf. So ist es. Ja. Und der Vater wird erschossen. Zunächst einmal aber geht es um relativ gleichgültige Sachen. Diese Soldaten sind auffällig, laut, baden sich, baden nackt, waschen sich, ja, haben einen Dolmetscher bei sich. Ja, genau. Der wohl farbig ist. Der ist auch farbig, ja. Ja. Und dem werden die Schuhe weggeklaut. Ja. Ja. Und diese Tragödie, die dort geschieht, führt ja dazu, dass der Sohn in eine Racheaktion gegen die Amerikaner. Also die Dorfbevölkerung. Und zwar an dem schwächsten Glied, an diesem Dolmetscher, wird die Rache geübt. Er wird erschlagen oder was? Ich glaube ja, er wird getötet am Ende. Was bedeutet Kindlichkeit bezogen auf so ein ganzes Volk? Also wenn du es mal auf unsere Bevölkerung, kann man sagen, dass also die Deutschen in den Kleinstaaten, also bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in dem Sinne auch eine Art Kinderzeit als Nation haben? Mit Sicherheit. Ja. Ich glaube, es gibt ja eine interessante Bemerkung Goethes im Zusammenhang mit der Französischen Revolution. Er hat gesagt, vor der Französischen Revolution war alles Streben und danach war alles Fordern. Das heißt, da ist der Hiatus, dass diese Kindheit des Gehorsams und der Hierarchisierung eigentlich aufgehoben wird. Nicht? Und das eigentlich sich ereignet, was Oe eigentlich isoliert auch im Nachkriegsjapan, nämlich die Autonomie des Individuums. Oes größte Enttäuschung ist eigentlich, das ist sein eigentliches größtes Problem, das auch von Ausländern ja immer wieder dort gemacht wird, die Erfahrung, dass eigentlich diese Autonomie des Individuums sich noch nicht ereignet hat. In einer Welt, die ja keine Reformation, die keine Revolution kennt, die keine Aufklärung kennt, in der also im Grunde Kapitalismus eigentlich als nationale Anweisung, Auftrag erlernt wird. So ist also es. Weniger sie entsteht als schulbuchmäßig erlernt wird. Das ist eine westliche Importe, die gar keine Tradition hat. Die gesamte abendländische Streit- und Individualkultur ist bis 1945 unbekannt gewesen, wenn Sie so wollen. Sie ist zwar hier und dort praktiziert worden von Einzelnen, aber die japanischen Strukturen des kindlichen Gehorsams sind weiterhin erhalten geblieben und sind in einem erstaunlichen Maße hier heute weiterhin virulent. Und das ist worden, sodass also auch ein Kapitalismus, der auf nicht individuelle Weise praktiziert wird, ist das richtig? So ist es. Das ist es. Das eigentliche Problem besteht ja darin, dass in Japan die Entscheidungen von allen getragen werden müssen. Das heißt, es ist an sich keiner da, der die Entscheidung trifft. Das ist ja, wenn Sie Gespräche auch auf Geschäftsebene führen, erleben Sie immer, dass die Japaner in einer großen Formation erscheinen, weil immer die Konsens- und Harmoniekultur dominiert gegenüber der individuellen Streitkultur des an sich
einzeln ihnen gegenüberstehenden westlichen Verhandlungspartners. Das ist genau das, was Oe meint und was ihn dazu geführt hat, dass er heute ein Ippiki Okami ist, eigentlich ein einsamer Wolf. Die japanische Gesellschaft hat diese Nobelpreisverleihung 1994 ja durchaus ambivalent verstanden. Sie hat ihn, er gilt ja eigentlich als das schwarze Schaf, aber eigentlich auch irgendwo als eine Art Nestbeschmutzer. Denn das, was Oe eigentlich tut, in dem zentralen Werk, eine persönliche Erfahrung, dieses Werk, das ja dann erst wesentlich später entstanden ist, ist ja der Versuch, erwachsen zu werden. Das ist ein paradigmatischer Roman, der eigentlich den Japanern zeigt, wie man erwachsen werden könnte. Das ist ja ein mächtiges Buch, das von einer wirklichen persönlichen Erfahrung, einem Schock, so ist es, ja, ausgeht. Was ist die Geschichte davon? Ja, das ist der Sohn Akira. Ich habe übrigens, als ich 1989 ihn besuchte, hat dieser Sohn Akira ist mir entgegengekommen auf dem Grundstück, das mit einem Vorgarten versehen ist, hat das Tor geöffnet und hat ein paar deutsche Worte zu mir gestammelt. Er hat mich auf Deutsch begrüßt. Der Sohn ist 1963 geboren und das ist eigentlich der Augenblick gewesen für Oe Kensaburo. Mit einem beschädigten Gehirn. Mit einer Gehirnhernie geboren. Was ist eine Hernie? Das ist ein angeborener Schaden, der dazu führt, dass sowohl der gesamte Bewegungsapparat als auch die Artikulationsfähigkeit völlig gestört ist. Nicht? Dieses Kind kann sich also praktisch nicht artikulieren und ist in seinem Bewegungsrhythmus debil. Also er ist ein wirklicher, das, was wir heute ein Behinderter nennen. Und diese Situation hat eigentlich dazu geführt, dass Oe Kensaburo zunächst offenbar, und das thematisiert er ja auch, eigentlich zurückfallen wollte in das juste Milieu des Japaners überhaupt gegenüber einem solchen Einbruch von Unglück. Denn das Japan. Das Kind beseitigen. Natürlich, das war seine erste Reaktion. Den Klinikdirektor gewinnen dazu, so ist es. Ja, dass man es sterben lässt. Und auszusteigen selber in Whisky-Orgien und durch die Flucht vor diesem Phänomen. Das waren ja seine ersten Bewegungen, die er offenbar selbst in seiner eigenen Biografie vollzogen hat. Das beschreibt er jetzt, wie Dostojewski etwas beschreibt. Ja, mit einer großen Eindringlichkeit, einem Exhibitionismus, der bewusst die schockierenden Bilder sucht, der bewusst das will, was das Buch auch zunächst erreicht hat. Nämlich ist verstanden worden als eine ganz große Herausforderung, die aber natürlich von den meisten abgelehnt worden ist, weil dieses wahr, seid authentisch. So ist es. Ja. Das ist ja das Programm, das da in diesem Werk aufscheint und das eigentlich dazu führt, dass er einen dialektischen Prozess vorführt, nämlich dass das Unglück in einen Segen verwandelt werden kann, dass diese Behinderung zu einer Bereicherung wird. Das Erstaunliche ist ja eigentlich, ich habe das ja beobachtet bei dem sehr langen Gespräch mit Oe Kensaburo, dass dieser Sohn in der Familie angenommen worden ist und dass Oe Kensaburo über Jahrzehnte hinweg versucht hat, in diesem Sohn das eigene zu entdecken. Und er hat sehr früh entdeckt, dass dieser Sohn auf Vogelstimmen reagierte und dass dieser Sohn auf Mozart-Musik reagierte und dass er dann mit einer unendlichen Behutsamkeit den Sohn dazu geführt hat, etwas auf dem Klavier zusammenhängend zu spielen, Melodien zu entwickeln, ganz einfache Melodien. Und heute ist dies eine der größten Sensationen in Japan. Dieses Kind hat eigene Kompositionen am Ende geschrieben. Das heißt, das ist also ein also alles, was die Ärzte verneint hätten. Völlig. Und was auch jeder verneint hätte von vornherein, was wir hier alle im Grunde bei den sogenannten Behinderten verneinen würden. Und er beschreibt jetzt literarisch alles Dinge, die es wirklich gibt. Die Poesie steckt in der Einzelheit, im Unterscheidungsvermögen, im Detail. Im Detail. Das ist sozusagen Mikroromane. Das ist ein Mikrokosmos. Das Ganze ist nicht Fiction. Das kann man nicht Roman
Roman nein. nennen oder nein, nein. Fiction nennen? Das ist also Authentizität, die im Grunde ihre tieferen Wurzeln natürlich im französischen Existenzialismus hat. Das, so versteht er sich eigentlich auch, dieser berühmte Satz Sartres, l'existentialisme est un humanisme. Er meint, dass diese Annahme seiner selbst eigentlich zu einer Humanisierung geführt hat, zu Humanisierung seiner selbst. Dass er im Grunde erst dadurch überhaupt erwachsen geworden ist, dass er dadurch überhaupt ein menschliches Wesen geworden ist, dass sich im angesichts dieses Unglücks überhaupt sich selbst gefunden hat. Und im Grunde sind alle Werke danach, interessanterweise selbst der berühmte Roman Die Brüder Nedokoro, das ist ja jetzt in deutscher Sprache erschienen, unter dem merkwürdigen Titel Der stumme Schrei, und auch dann die anderen Werke, über die wir vielleicht noch mal sprechen sollten, sind alles Paraphrasen dieser Grunderfahrung. In allen diesen Romanen spielt das behinderte Kind eine zentrale Rolle. Und dieses ist eigentlich das Anschauen des Unglücks, das heißt, das Unglück zum Segen zu verwandeln, ist eigentlich das, was der Japaner überhaupt gar nicht praktiziert. Tragödien, es gibt doch natürlich gibt es das. Spiele, also Theater guckt ja, man sich ja an. Das guckt man sich an, aber es ist so, dass ja die Geschichte des Christentums ja damit zusammenhängt in Japan, dass das Leiden Christi, nämlich die Gestalt Christi am Kreuz, für die Japaner ein völlig unmöglicher Anblick ist, weil hier Blut und Kreuzigung und Leiden ansichtig werden. Man ist offensichtlich besiegt. Ja, so ist es. Also dieses ist für den Japaner etwas... Also keinen Tag aufheben. Keinen Tag aufheben. Das heißt, es ist im Grunde eine Positivität, die dazu geführt hat, dass man im Grunde Goethe in einem solchen Maße rezipiert hat, wie eigentlich in keinem anderen Land. In Japan, Goethe würde das auch sagen? Goethe hat ja in dem Wilhelm Meister ja gesagt, gedenke zu leben, wage es glücklich zu sein. Das ist ein in Japan sehr bekannter Satz. Und eigentlich kein christliches Fundament. Wage es glücklich zu sein. Also Aude war sapere aude, ja, nicht? Ja. Und die Variation davon, wage es glücklich zu sein. Ja. Und das heißt, schmeiß das Unglück weg. Das ist der Punkt. Das ist eigentlich die Frage, die sich überhaupt hier stellt. In Japan ist aus diesem Grunde das Christentum hat auch heute nur 1%. Das heißt, die gesamte Leidenskultur des Abendlandes ist eigentlich eliminiert worden. Das ist das Leiden ist ja bekanntlich nach einem mystischen Wort das Tier, das am schnellsten zur Erkenntnis führt. Nicht? Man hat in Japan ja im Grunde diesen Leidensdruck plötzlich gehabt, als die schwarzen Schiffe des Admirals Perry erschienen. Da sahen sie plötzlich die eigene Niederlage, die dort vor ihren Küsten aufkreuzte. Führt dazu, dass die Lernprozesse sich astronomisch beschleunigen. So ist es, der eigentliche Punkt. Aber es wird nicht internalisiert. Es wird, das Phänomen als solches ist nicht bekannt. Das hängt mit der Harmonie- und Konsenskultur zusammen, die diese Art von Sand im Getriebe grundsätzlich eliminiert, nicht? Also ein motorisiertes Gewissen, ja, das sich dauernd aufhält, ja, mit vergangenem Unglück, ja, und dies quasi sammelt, portet und daraus Sparbänke baut und Sparkassen einrichtet. Ja, das wäre etwas Umständliches und Sand im Getriebe. Ja, also ich meine, das Interessante ist, dass, um nochmal zurückzukommen auf Goethe, dass das große Goethe-Museum in Tokio, das übrigens aus einer Privatinitiative zu verdanken ist, über 220.000 japanische Goethe-bezogene Texte beherbergt. Das heißt, Goethe ist in einer Weise in seiner Positivität, das ist nur ein Aspekt Goethes. Ein Heidenmessias. Ein Eingeborener geworden ist, ein Japanisiert worden. Goethe hat ja in diesem Sinne auch gesagt, häufe nicht ein Goldvermächtnis, eile freudig vorzuziehen, Gegenwart dem Gedächtnis. Das heißt, die Abwehr des Gedächtnisses ist in diesem Punkte ganz deutlich zu sehen. Das heißt, daraus resultiert andererseits wiederum eine große Flexibilität des Japaners, eine enorme Geöffnetsein gegenüber der Zukunft. Nicht? Die japanische Sprache kennt ja interessanterweise eigentlich keine Formen der Zukunft und auch keine Formen, wenn Sie so wollen, der Vergangenheit. Das, ein Präsens und Varianten davon. Ja, Präsens und Varianten davon. Sie können durchaus präsente Phänomene in der Vergangenheitsform ausdrücken, werden im Japanischen aber als präsent verstanden. Wenn Sie zum Beispiel essen,
und sagen, das schmeckt mir, das ist ja vorzüglich, dann kann man das in der Gegenwartsform sagen, Oishi, oder man kann es auch in der Vergangenheitsform Oishikata sagen. Das hat mir geschmeckt. Das bedeutet, heißt es nicht. Nein, das heißt es eben nicht, sondern das ist völlig präsent gemeint. Wenn also irgendein Unglück sich ereignet und daraus das Heil nicht resultiert, wird das einfach gestrichen. Das ist ein Vorgang, der in Japan ja dazu führt, dass man auch bedenkenlos alte Bauwerke niederreißt, weil die Frage des Konservierens alter Gegenstände ja in Japan zutiefst verpönt ist. Alles, was alt ist, erinnert an den Tod, grenzt an Verwesung und ist nicht aufhebenswürdig. Und dies ist jetzt hier, also Oe ist hier ein Widerständler und eher europäisch denkend. Das ist ja? Er ist sozusagen, wir leihen Goethe aus, ja? Als den eigentlichen Japaner. Ja? Das ist der Punkt. Und die könnten der europäischen Kultur Oe als Eideshelfer bringen. Ja. Japan hat ja seit langer Zeit, seit Kawabata, keinen Nobelpreisträger mehr gehabt. Und es hat ja eine ganze Reihe von Personen gegeben, die außerordentlich Nobelpreisträchtig waren. Darunter dazu zählte ja Inoue Yasushi, der ja hier bei uns sehr bekannt ist, und Abe Kobo. Das sind die beiden gewesen, die in Japan immer gehandelt wurden als Nobelpreisträchtig. Und ich glaube, dass einfach Japan mal wieder dran war, in einem gewissen Sinne auch. Da sitzen also Philologen in einem Komitee, ja, in einer Art kleinen Akademie, und die wählen nach Kontinenten gestaffelt. Ja. Ja, wobei eben sehr starke eurozentristische Überlegungen eine Rolle gespielt haben, die interessanterweise eben diesen Epochenroman gewählt haben, wahrscheinlich. Es ist nicht offenbart worden, aber nach allem, was man so gehört hat, scheint offenbar dieses ein sehr ausschlaggebendes Werk gewesen sein. Das ist eine konservative Gruppe, die bestimmte Literaturvorlieben auch hat. Offenbar, nach allem, was ich sehe. Joyce hat ja keinen Literaturpreis, Nobelpreis bekommen für Literatur. Ich meine, in diesem Falle ist der Preis natürlich jemandem verliehen worden, der in Japan eine Provokation ist, wenn Sie wollen. Er ist ja im Grunde ein Bürgerschreck, der sich als Bürger geriert, aber letztlich Dinge thematisiert, die in Japan Tabus sind. Nicht? Wenn man ihn besucht, also wo wohnt er, wie kommt man dahin, wie sieht er aus? Ja, ich sagte, er lebt eigentlich in einem bürgerlichen Ambiente, in einem erdbebensicheren Haus, einem Haus der 50er Jahre, in einem Villenviertel in Tokio, das durchaus in einem stillen Viertel, das wo wohlhabende, durchaus wohlhabende Bürger leben, wo im Grunde er sich eingerichtet hat in einer Welt, in der das Ambiente stark japanisch ist, wenn sie die Beziehung Ois zum Beispiel zu seiner Frau in diesem Gespräch. Sie war während dieses ganzen Gesprächs diejenige, die still im Hintergrund war und uns bediente mit kleinen Erfrischungen und die dann ganz am Schluss auf meine Frage hin, was sie eigentlich mache, mir dann ihren kleinen Blumengarten vor dem Fenster erläuterte, wo sie also auch unter anderem Edelweiß zog, die also eigentümlich stumm blieb. Das japanische Wort Kanai heißt ja eigentlich das Ding da hinten in der Ecke. Und der Ehemann hat ja im Japanischen die Bezeichnung, etwas ironische Bezeichnung, Sodaigumi, das Sperrmüll. Das heißt, der ist ja eigentlich gekennzeichnet. Der Ehemann heißt Sperrmüll. Sperrmüll, weil die Ehefrau heißt das Ding da in der Ecke. Aber sie heißt andererseits auch wiederum Yamanokami, die Göttin des Berges. Sie ist also, so wird sie wiederum von den Männern bezeichnet. Sie ist die eigentliche, die das gesamte Regiment im Hause eigentlich führt, an die das Geld auch abgeliefert wird, die Kindererziehung vornimmt. Und dieses Muster hat Oe Kenzaburo in diesem Fall ja sehr stark durchbrochen, weil er selbst sich dieses Kindes angenommen hat. Nicht? Aber bei dem Besuch war das interessanterweise eben nicht zu bemerken, welche Rolle sie eigentlich dabei gespielt hat. Nicht? Denn er hat ja in diesem Roman eine persönliche Erfahrung geschildert, ja Beziehungen auch zu anderen Frauen. Und sie in irgendeiner Weise ausgehalten haben. Genau, diese Leidensfähigkeit dieser Frau muss eigentlich
ist eigentlich auffällig dabei, nicht? Und die, das beschreibt er nicht. Das beschreibt er eben eigentlich nicht. Nicht? Dieser Punkt ist ausgeklammert. Und es ist eben so, dass diese Wohnung in einige Züge, westliche Züge trägt. Ich glaube, dass ich in dieser Wohnung nicht die Schuhe auszuziehen brauchte bei der Tür und Pantoffeln anzuziehen hatte. Das sind übrigens auch Reinlichkeitsgesten, die mit dem Abweisung von Schmutz und Leiden zu tun haben. Glück. Und Unglück. Es gibt ja eine frühe Erzählung, die heißt Eine seltsame Arbeit, wo er eine Meute von angeflockter Hunde beschreibt. Und wo er, das ist übrigens eine Arbeit aus dem Jahr 1957, wo er eine Generalabrechnung eigentlich auf eine ganz lakonische Weise mit seiner Nation macht. Er sagt im Hinblick auf diese Hunde, diese angeflockten Hunde, sagt er, sie seien ohne jede Individualität, sie seien wie gesichtslose japanische Studenten. Das ist eigentlich für ihn der Bruch, der nach 1945 sich ereignet hat, dass er plötzlich diesen mit einer europäischen Brille offenbar sehr stark seine eigene Gesellschaft betrachtet dort. Nicht? Durchaus menschenunfreundlich. Ja, wenn Sie so wollen. Er ist also auf jeden Fall der diese Harmonie- und Konsenskultur mit Sicherheit energisch ablehnt. Ich habe ihn eigentlich am persönlichsten kennengelernt in einem Augenblick, der nach unserem Gespräch lag. Ich wollte eigentlich ein Taxi besteigen und zurückfahren zur Bahnhofstation. Und plötzlich kam Bewegung in ihn und er sagte, hakte mich sich fast unter bei mir und sagte, ich bringe Sie dorthin. Er bot plötzlich Hilfe an und wir haben dann auf dem Wege, ich glaube, Englisch oder Französisch gesprochen. Und auf diesem Weg erinnere ich mich noch, dass wir über die Frage eigentlich sprachen, ob er eigentlich gar keine Tugenden sehe in Japan. Denn das ist ja eigentlich eine Tugend, er hat ja eine Tugend vorexerziert hier in seiner persönlichen Erfahrung, wie er sie eigentlich verstünde, die Japaner. Und dabei kam raus, dass er sie eigentlich sieht in, ja, eigentlich als eine hydrologische Gesellschaft des Do und Des. In Japan ist ja eigentlich etwas bezeichnend für die Interpersonalität, wenn Sie so wollen, dass in Japan immer ein genau ausgeglichenes Konto vorhanden sein muss. In Japan muss alles Gegebene wieder zurückerstattet werden. Das ist ein Gesetzen der Wasserverdrängung oder was? So ist es. Das ist im Grunde hydrologisch bedeutet, diese Reisbauernkultur ist ja darauf angewiesen, dass jeder unmittelbar tätig ist, mithilft und dass alles, was er tut, wieder kompensiert wird, in irgendeiner Weise durch Geschenke. Es folgt den Regengüssen, die Reisfelder bewässern. Ja. Ja, und es muss genügend Wasser für alle da sein. Und das ist alles ein System von Balance. Ja, das ist ein System von Balance, das eben dieses... Ein Wetter, das dafür eigentlich nicht geeignet ist. Ja, wenn Sie so wollen, die Taifune bringen ja den Regen dann. Die unerwarteten Regenfälle. Unregelmäßig natürlich nicht. Das ist nicht Japan ist ja eigentlich das Land der Vulkane, der Unsicherheiten, in dem man sich in den Wäldern heute ohne weiteres... Des hysterischen Wetters. Absolut. Und dieses ist eigentlich eine Gemeinschaft, die seit Jahrtausenden eigentlich darauf angewiesen ist, aufeinander angewiesen ist, elementar angewiesen ist auf die Harmonie- und Konsenskultur. Das heißt, die aber so, andererseits... Die Registrierkassen seelisch sind. Ja, nicht? Die laufen sie seelisch. Das Geld ist eigentlich sozusagen eine überhöhende Das Nehmen Nebensache. Und Geben des Wassers ist ja elementar. Sie können im Gegensatz zu der Streit- und Individualkultur Europas, die ja dazu geführt hat, dass letztlich jeder auf seinem eigenen Schloss Wasser abgräbt, Hecken baut, das ist ja nicht möglich in Japan, Zäune baut, seine eigene Selbstverwirklichung will, findet die ja in Japan nicht statt, sondern die Selbstverwirklichung findet in Anführungsstrichen nur statt im Nehmen und Geben des Wassers und dem entsprechenden Handeln. Das heißt, einen ähnlichen Kontext
und umgeben, der das gesamte Leben abzeichnet. Die Tochter ist im Grunde dann zuständig für die Versorgung der Mutter und der Alten und auch der Schwiegermutter. Nicht? Das ist ein stillschweigender Generationenvertrag des Nehmens und Gebens in Japan auch heute noch. Nicht? Und der Sohn, der das nicht gibt, der individuellen Mutter, ja, ist ja jetzt verpflichtet gewissermaßen der mütterlichen Company. Ja, ja, natürlich. Dem Betrieb, dem Unternehmen oder dem Land. Die Japan Corporation, das ist das, was ja Kenzo Buro Oe so hasst in Japan. Nicht? Diese letztlich ländlichen Strukturen, die sie in dieser riesigen Stadt Tokio ja heute noch erleben, die besteht ja aus leider kleinen einzelnen Dörfern, das ist ja das Interessante, in der ein ganz enges interpersonales Geflecht von Nehmen und Geben dieser alten hydrologischen Reiskultur weiter existiert. Dass man so eine unbrauchbaren Geschenke immer kriegt, ja? Ja, das ist das Interessante. Diese Geschenke müssen aber wieder ausgeglichen werden. Also bei Hochzeiten und anderen großen Veranstaltungen muss dann bei einem entsprechenden Ereignis, das dann zu einem späteren Zeitpunkt sich ereignet, muss dann das wieder ausgeglichen werden. Und zwar in derselben Höhe muss das wieder ausgeglichen werden. So ein kleines Weihnachten, ja, das ist das ganze Jahr geht. Das ganze Jahr läuft das hindurch. Ja. Weihnachten ist ja das Fest, das man in Japan rezipiert hat. Das heißt, man ist ja in religiöser Hinsicht Synkretist. Man ist ja auch dort, nimmt von allen Religionen das Positive, das, was am praktischsten ist. Man heiratet nach einem bestimmten Ritus, der wieder einer anderen Religion zugehörig ist. Man stirbt nach einem anderen Ritus und man schenkt sich nach dem christlichen Ritus des Weihnachtsfestes. Das ist also insofern ein sehr interessantes Phänomen. Da ist man selektiv vorgegangen. Dieses ist in Japan interessant gewesen. Und in Japan ist eben auch interessant gewesen, der europäische Ich-Roman, weil er in den Kontext des alten Familienromans passte. Das heißt, man konnte, das ist diese berühmte Form des Shishosetsu in Japan, der seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts dazu führt, dass man selbst Entblößungsrituale literarisch vorführt. Das heißt, nur in dass man im Grunde in Form von Literatur Dinge sagt, die man innerhalb des Kontexts der Gruppe, der Familie, nach außen hin nie sagen würde. In Japan wird konfrontativ ein Negativum nie gesagt, sondern es wird immer vermittelt, hinten herum, wenn Sie so wollen. Durch unzählige andere wird das überhaupt erst mitgeteilt. Das heißt also, eine Diskurskultur ist eigentlich nicht da. Aber es gibt in der Poesie, ja, in der Dichtkunst, ja, dort ist sie angesiedelt. Eine höhere Freiheit. So bei uns in der Oper oder so wie Musik dabei dort ist sie legitim. Größere Freiheit des Ausdrucks gibt. Ja, das ist das Ventil. Das hat man auch aus der europäischen Literatur eben mit großem Interesse rezipiert, wie man umgekehrt wiederum aus der europäischen Musik die Harmonie- und Konsenskultur des Chors übernommen hat. Für die Japaner war das die Idealform dessen, was sie seit Jahrtausenden die praktizieren. Die streitenden Tenöre und Soprane, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht das, was sie sollen. Das Entscheidende ist, dass die Harmonie am Ende dabei herauskommt. Freude, ja? Im Garten der Residenz des deutschen Botschafters in Tokio ist interessanterweise ein Goethe-Zitat erwähnt auf einer großen Glocke. Da steht, die Töne verhallen, die Harmonie aber bleibt. Das ist ein Zitat, das die Japaner exzerpiert haben aus dem goethischen Werk. Das ist eigentlich die Chorkultur, durch die dann im Grunde über die 9. Sinfonie von Beethoven überhaupt die gesamte andere Musikliteratur rezipiert worden ist. In Japan unterhält man sich in einigen Orten, wo übrigens eine ganz hohe Chorkultur weiterhin existiert. Zum Teil begrüßt man sich mit der Frage, welchem Chor gehören Sie an, welcher Chorgemeinschaft? Dieses Singen in großen Gruppen ist eigentlich die Offenbarung gewesen. Durch Kriegsgefangene nach dem Ersten Weltkrieg ist das überhaupt den Japanern bewusst geworden, dass man das machen könnte, dass das dass das eigentlich das Passepartout ist für das, was sie eigentlich in ihrer hydrologischen Reiskultur schon immer getrieben haben, aber nie artikulieren konnten. Wie geht Oe vor? Was ist sein dichterischer Kanon? Ja, ich glaube, er geht so vor, dass er Paradigmen gesetzt hat. Und dieser Roman, eine persönliche Erfahrung, ist sicherlich... Was heißt Paradigmen? Ein Beispiel geben will. Dass er ein Beispiel geben will, wie man zu sich selbst findet. Das, was ich sehe, ich habe es gesehen, sagt Goya, nicht?
Ja, das werde ich auch wiedergeben. Ich lüge nicht. Das ist eigentlich das Grundelement des Nihilismus. Ja, wobei ich Kensaburo Oe sicherlich diese Erfahrung selber gemacht hat. Diese Überdokumentation des Ichs, des eigenen Ichs, die Sie in diesem Roman ja haben, hat ihn ja eigentlich zu einem schockartigen Einsicht geführt, dass in ihm eigentlich ein Mörder ist. Und es gibt ja die eigentümliche Parallele bei Goethe, wenn ich das dieses Beispiel nochmal nehmen darf, weil eben die Japaner Goethe so unendlich lieben, der ja gesagt hat, es gäbe kein Verbrechen, das er nicht hätte begehen können. Und der dann aber am Ende... Das meint er nicht allgemein. Das meint er nicht allgemein. Dass er den Kaufhof klaut, sondern er meint es ganz konkret, in ihm eben auch eine Bestie steckt, so wie er hier den Klinikdirektor eigentlich überreden möchte, das Kind zu töten. Sehr richtig. Und diese Zivilisationsarbeit, die er eigentlich hier leistet in diesem Roman, ist das, was eigentlich ja Goethe selber gesagt hat im Hinblick auf die Deutschen. Er hat gesagt, wir Deutschen haben jetzt ganz tüchtig kultiviert, es wird aber noch viel, lange Zeit hingehen, bis man wird sagen können, dass es lange her sei, dass wir Barbaren gewesen. Das hat Goethe so ausgesprochen. Und das Gespräch Goethes mit Grillparzer muss in eine sehr ähnliche Richtung gegangen sein. Denn Grillparzer hat ja die berühmten Dreischritt gebracht von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität. Das sind immerhin Sätze. Und diesen Weg zurück, würde man nach Oe nur bekämpfen können, wenn man zunächst einmal den Mörder in sich erkennt. Das erkennt. Ist im Grunde das Verfahren der Dostojewskis, den er ja sehr genau kennt und der wahrscheinlich der dahinter steht. Mit einer Enttäuschung beginnt, nämlich nicht mal zum Mörder bin ich befähigt. Nicht einmal. Ja? Ich bin nicht mal auf der Höhe meiner Bosheit. Ja. Wobei Kensaburo Oe das durchaus, möchte ich sagen, ironisch sieht, in einem Sinne, dass er heute weiß, dass diese Positivität, die daraus resultiert, die Sie gerade erwähnen, eigentlich zu verstehen ist, in dem Sinne, wie es einmal Goethe gegenüber dem Grafen Sternberg geschrieben hat. Er hat zudem ja gesagt, dass ein leider wenig bekannter Briefwechsel Goethes mit einem böhmischen Grafen, wo dem gegenüber Goethe merkwürdigerweise schonungslos bestimmte Dinge gesagt hat. Dort hat er einmal gesagt, lieber Graf Sternberg, lassen Sie uns das Positive nicht zu sehr verehren, sondern lassen Sie es uns ironisch behandeln und ihm dadurch den Charakter des Problematischen erhalten. Das ist im Grunde das, was auf dem Stand ist heute Oe Kensaburo, wenn ich das richtig erinnere aus unseren Gesprächen. Dass er sagen würde, aus den gesammelten schlechten Eigenschaften der Menschen lässt sich etwas Schönes, Balanciertes machen, was ein Tätchen, Gütchen Menschen ausmacht. Ja. Aber vor dem Abgrund, wenn Sie so wollen. Vor dem Abgrund. Vor der Erfahrung des Abgrunds. Nicht? Gedrückt durch den durch die Furcht vor dem Abgrund. Ja. Also er kennt übrigens erstaunlicherweise relativ gut Goethe. Und wir haben damals auch über den Satz gesprochen, der ja im Faust steht. Strebe nicht nach höheren Orden, bist du erst ein Mensch geworden, ist es gänzlich aus mit dir. Dass also überhaupt Goethe ja im Faust 2 gesagt hat, gib nach dem löblichen Verlangen von vorn die Schöpfung wieder anzufangen. Das heißt also, dass in uns offenbar ein Aggressionspotenzial, ein Potenzial des Bösen ist, das wir überhaupt gar nicht kontrollieren, dass wir kaum balancieren können. Nicht? Also ich glaube, die Harmonie, die die Japaner ja als Konfuzianer übernommen haben, ist ja der große Versuch gewesen des Konfuzius, in einer Welt des Chaos, in der das Ganze ja entstanden ist, die konfuzianischen Regeln, Inseln der Balance und der Harmonie zu schaffen. Nicht. Diese Entwicklungen haben in Japan, das zeigt eben der Fall Oe Kensaburo, haben dazu geführt, dass in Japan etwas sich ereignet hat, was wir Europäer überhaupt nicht verstehen können. Wir wollen ja Widerspruchsfreiheit, während der Japaner ein Eldorado der Widersprüche ist. Und von daher ist Goethe ja auch ein interessantes Phänomen für Sie. Goethe hat ja gesagt, ich gehe so gerne, wo die Widersprüche schwirren.
wie lustig, keiner gibt den anderen das Recht zu irren. Die Japaner haben überhaupt nicht das Bedürfnis, Konsistenz innerhalb der verschiedensten Formen, der rezipierten Formen. So, dass also auch die verschiedensten Zeiten durcheinander leben. Völlig so, dass also jetzt noch ein Mittelalter zu entdecken wäre. Natürlich, ja? Sie entdecken es ja zum Beispiel im Kimono. Der japanische Kimono ist ein Mittel, ein ganz frühmittelalterliches Relikt der chinesischen Kaiserzeit, das in Japan petrifiziert, heute existiert. Und so könnte aber auch ganz moderne Dinge, ja, nicht vorkommen, aber auch die Zeit des Ersten Weltkriegs, die Expansion des Zweiten Weltkriegs, sind noch real gegenwärtig, während sie bereits ganz anders leben. Ja, also sie haben im Grunde eine Form des Pantheismus, eines Spinozas, wenn Sie so wollen, in religiösen Formen. Und der Gleichzeitigkeit. Und gleichzeitig den Shinkansen, der dort an diesem Baum, der eine weiße Binde bekommt und ein heiliger Baum ist, vorbeisaust. Nicht? Wenn Sie drei Grundsätze hier, ja, oder Idole, ja, von Oe nennen sollten, ja, an die er glaubt. Ja, also er glaubt mit Sicherheit an Sartre und Camus. Das sind zwei, an die er glaubt. Zweitens? Er glaubt mit Sicherheit an eine revolutionäre Kultur, die er hat ja Mao Zedong besucht. Er glaubt daran, dass es möglich wäre, so etwas wie eine Revolte zu starten. Das zeigt dieses Buch wie... von innen nach außen. Von innen nach außen. Eine Kulturrevolution. Ja, und in der Tat von innen her. Das ist, wen er dort eigentlich als sein Muster nimmt, ist mir nicht ganz klar geworden. Er hat es nicht benannt. Er hat ja mir gegenüber eine ganze Reihe von Personen genannt. Er kennt zum Beispiel Tacitus, ist für ihn ein Mann, den er zitierte. Er hat ihn, glaube ich, auch zitiert jetzt gegenüber... so wie ein, der vorgestern lebte. Ja, das kann er lateinisch zitieren, so einen Satz, wo es heißt, und zwar... ist plötzlich so ein Satz bei ihm präsent, wenn man mit ihm über George Kennan spricht und die Möglichkeit einer Entnuklearisierung der Welt. Das glaubt er glaubt, dann zitiert dass das, er Tacitus. Dann zitiert er plötzlich Tacitus. Drittens? Ich würde Ihnen das nur kurz sagen, was er dann sagt. Er sagt, dieses Tacitus-Zitat übersetzt heißt, die Mächtigen sind verpflichtet, sich menschlich zu zeigen. Das heißt, also dieses ist eine Notwendigkeit, die er in Japan sieht gegenüber den Atommächten. Dass Japan, das als einzige Nation, die das atomare Feuer erlebt hat, dieses paradigmatisch vorführen muss. Und als mächtiges Japan jetzt einbringt in die Welt, ja, das heißt, wie ein Rom, ja, das jetzt allerdings mit Wirtschaftskräften Autorität ausübt. Ja? Also die gesammelten Bilanzen Japans sprechen für die Entnuklearisierung der Welt. Ja. Interessante Idee. Ja. Ja? Also gewissermaßen die Wirtschaftsmacht, die im Grunde literarisch gesehen sprachlos ist. Und die wiederum nach seiner Ansicht humanisiert werden muss. Und zwar von innen heraus. Das ist die andere Variante, die er hat. Das dritte? Und die dritte Person ist sicherlich jemand aus dem deutschen Umkreis. Ich würde vermuten, dass er sehr stark von Kafka beeinflusst worden ist, dass er aber auch Goethe eben sehr gut kennt. Er kennt auch die Brüder Grimm, er kennt Hildegard von Bingen, er kennt die Mystiker, er kennt sie. Es ist eine verwirrende Fülle von, sagen wir mal, synkretistischen Stücken, die bei ihm synkretistisch heißt? Synkretistisch zusammengesetzt. Ein Kaleidoskop von literarischen... So wie er sich's aussucht. Ja, ja, ob es zusammengehört, ist egal. Das ist etwas sehr, sehr Japanisches. Sammlerisch. Sammeln, aber konzentriert auf seine eigene Erfahrung, auf seine eigene Problematik. Glauben Sie, dass das Nobelpreiskomitee für den Literaturpreis aufgrund eines Missverständnisses ihn aufgewählt hat? Ich weiß es nicht, ob es ein Missverständnis ist. Also, dass er es verdient hat, dass es ein Missverständnis war? Ich glaube ja. Ja, das ist meine persönliche Meinung dabei, weil ich glaube, dass eben nicht die persönliche Erfahrung ausschlaggebend war, sondern die Brüder Nedokoro, weil das eben dass er fürs falsche Werk den richtigen Preis bekommt. Das vermute ich, das würde ich wagen zu behaupten.